Für den Pessimisten ist das Glas halb leer. Für den Optimisten ist das Glas halb voll. Und für den Whisky-Reviewer und den Whisky-Genießer ist hier drin ein wunderschöner, alter, gereifter Single Malt, schottischer Single Malt zum Beispiel, mit einem besonderen Finish vielleicht, mit schöner Altersangabe, mit einer wunderschönen Abfüllung, wunderschöner Handwerkskunst. Da nimmt sich Zeit zum Genießen. Tja, und was ich heute für euch heute hier im Glas habe, hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute habe ich wieder eine ganz besondere Flasche, die ich mit euch öffnen möchte, die ich euch vorstellen möchte, wo ich mich sehr drauf freue. Und das ist, wie ihr seht, ein Edward Dower. Aber welcher von den beiden? Also den werde ich euch auch noch vorstellen. Ein ganz besonderes Weinfinish, First Fill Lagrange oder Lagrange Cask. Aber heute, den stelle ich jetzt wieder beiseite, da warte ich noch auf den Wein. Aber heute ist es wirklich so, dass ich, und ihr werdet es kaum glauben, dass ich diesen 25 Jahre alten Edward Dower, ich will euch erstmal die Kiste zeigen. Also wunderschön gemacht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mal den 25-jährigen Bunnahaven probiert, der auch in einer wunderschönen Holzkiste war. Also das ist schon wirklich ein Genuss. Allein schon vorher das Optische, diese Flasche zu genießen von Schottlands Little Jam. Also ist nicht mehr die kleinste Destillerie. Und ja, es ist das erste Mal, dass es einen, ihr merkt, die Magneten knallen das zu. Es ist das erste Mal, dass es einen 25-Jährigen gibt. Es gab schon mal einen 30-Jährigen, gibt es jetzt auch wieder. Aber es ist das erste Mal, dass es einen 25-Jährigen Edward Dower gibt. Und der ist gereift, ich weiß nicht, die ganze Zeit. Ich habe jetzt also keine Informationen dazu bekommen. Aber jedenfalls sehr, sehr lange in First Fill Oloroso Cask. Und den möchte ich jetzt verkosten. Und warum ich den verkosten möchte, ist natürlich auch der Grund, der ist für mich an sich eigentlich ein bisschen zu teuer, aber ich habe euch ja gesagt, dass ich demnächst auf Messe gehe und da hoffe ich natürlich, dass ich von dem noch einiges mit anbieten kann auf der Messe und auch Verkauf bekomme, dass das Interesse da ist von diesem wunderschönen Edward Dower 25 Jahre. Den wir jetzt noch ein bisschen atmen lassen. Ich quasi den zweiten Dram jetzt im Glas habe. Ich habe dann natürlich schon mal geöffnet, gestern Abend und heute früh mal kurz probiert. Ne? Aber ja, jetzt ist es soweit, dass ich mir den etwas mehr zu Gemüte ziehen möchte. Und ja, je nachdem, wann es bei euch ist, hört zu oder genießt mit mir. Ja. Vorher, bevor wir zur Destillerie kommen und zum Whisky, gibt es immer noch ein paar andere Informationen. Deswegen denke ich, dass ich unten reinschreiben kann, wann es dann zur Verkostung geht. Na, manchmal dauert es ein bisschen. Das ist die Videobearbeitung. Ja, tja, liebe Freunde, ich habe das letzte Mal viele Statistiken bemüht und ich habe beim letzten Video auch wirklich sehr viele Kommentare von euch bekommen, viel Unterstützung. Ich bedanke mich nochmal aufs Allerherzlichste für alle, die hier reinschauen, immer wieder mal ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Und es ist wirklich eine Freude für mich, mit euch hier in der Aktion zu treten, in Kommunikation. Und ja, das
manche Kommentare, die sind einem so ans Herz gegangen, dass mir die Tränen in den Augen standen. Und ja, es nimmt mich jetzt noch mit, wenn ich dann nachdenke, was da manche geschrieben haben, obwohl sie vielleicht manchmal gar nicht kommentieren. Es ist trotzdem schön, wenn man sich so verbunden fühlt. Das ist natürlich positiv, freue ich mich 100% darüber, ganz klar. Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar andere Informationen. Ich hatte ja noch ein paar negative Zahlen von der vom Whisky-Absatz. Und dann auf einmal diese Woche kam was Positives. Beam Suntory gegen den Trend plus 7%. Ne? Interessant. Denn alle anderen hatten ja so ein bisschen negative Zahlen, ob das Diageo war oder ob das Pernod Ricard war oder so, ging es ja generell immer ein bisschen abwärts. Und das ist überraschend, dass Beam Suntory da insgesamt Plus hat. Gab es natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen bei den Spatten. Und dann ist mir natürlich beim letzten Mal, das durch eure Kommentare dann mir erst bewusst geworden, dass zum Beispiel deswegen die Türkei mehr Umsatz hat, weil über die Türkei natürlich der Whisky vielleicht nach Russland fließt, weil man da diese Embargos umgeht. Und dann habe ich eine neue Information noch gelesen, ein Land, was eigentlich ein großer Russland-Kritiker ist, und zwar Lettland, tut sich aber auch sehr hervor, der zweitgrößte Lieferant nach Russland von Whisky zu sein. Also wie das alles immer zustande kommt oder zusammenhängt, entzieht sich meiner Kenntnis jetzt. Ich habe es auch nicht so genau verfolgt, aber es ist schon mal interessant, was da so international vom Handel her trotzdem läuft. Ne? Ja, aber darüber wollte ich nicht großartig was verlieren, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass also dieses Jahr einige Destillerien ein 200-jähriges Jubiläum begehen. Eine davon ist Glenlivet. Und Glenlivet hat jetzt einen 12-jährigen rausgebracht, der sicherlich erschwinglich ist. Ich habe jetzt noch gar nicht nach dem Preis geguckt. Aber die bringen jetzt auch eine Serie raus und die nennt sich The 12 Elements, also die 12 Elemente der Whisky-Herstellung. Da geht es also um den wissenschaftlichen Bereich, um den Produktionsbereich natürlich auch und solche Sachen. So, diese Flaschen die werden erst im Mai abgefüllt, ist jetzt schon angekündigt, aber die werden erst im Mai abgefüllt. Dann sind diese Abfüllungen aus 1974 und im Mai sind die dann 50 Jahre alt. Das heißt, es sind also 12 Abfüllungen, die jeweils 50 Jahre alt sind, sehr limitiert, vermute ich jetzt mal. Und ich kann euch jetzt mal einen Preis verraten, auch sehr, sehr teuer. Und zwar habe ich was gelesen von 40.000 Pfund. Na, also das sind dann, ich glaube, ich habe gelesen Pfund, könnt mich gerne korrigieren. Wenn es 40.000 Pfund sind, dann wären das so in etwa 48.000 Euro. Falls es aber die Zahl in Euro war, gut. Aber egal wie, ich werde mir keine Flasche davon kaufen. Ich werde sie euch nicht vorstellen. Es wird einfach nichts werden. Ne? So viel Geld gebe ich für einen Whisky nicht aus. Und außerdem habe ich gerade noch andere Investitionen zu machen. Ne? Ich muss ja also hier oberhalb meines Ladens, meiner Lounge, noch weiter investieren ins Haus, damit ich endlich irgendwann auch hier drin wohnen kann. Ja. Das dauert also noch ein bisschen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt also mehrere Destillerien, die im Jahre 2024 ihr 200-jähriges Bestehen feiern. Denn neben Glenlivet sind es Destillerien, die ich schon genannt habe. McKellen, Cardew. Das sind drei, die uns so einfallen, die bekannt sind. Und es gibt natürlich auch noch Destillerien, die weniger bekannt sind und wo ich noch, also zum Beispiel eine, wo ich noch nie einen Whisky probiert habe, das ist die Destillerie Balmenach. Balmenach ist eine Destillerie in der Speyside, die eigentlich nicht zu besuchen ist und ich muss da erstmal reinlesen, ich muss mal nachschauen. Ich habe eine Abfüllung da von Alistair Walker, also von The Infrequent Flyers und habe den aber noch nie geöffnet.
Und ich weiß gar nicht, ob es da andere Abfüllungen gibt. Ich war überrascht, als ich es gelesen habe. Also Balmenach werde ich sicherlich im Laufe des Jahres dann mal vorstellen. Vielleicht gibt es dann auch mal eine. Also mir ist keine Originalabfüllung bekannt, aber vielleicht gibt es eine Jubiläumsabfüllung, werden sie vielleicht mal machen. Bin gespannt, was da kommt. Sorry. Dann die Destillerie Vettercairn, die ja viele Liebhaber unter den Whisky-Genießern hat, hat auch 200-jähriges Bestehen. Und die Destillerie Milton Duff, da habe ich vor Jahren mal einen Gordon and MacPhail Abfüllung probiert, weil Milton Duff natürlich auch hauptsächlich in die ganzen Blends mit reinkommt und auch entweder haben die schon gebaut oder einen neuen Bauantrag, wollen sich jedenfalls erweitern. Also da ist auch einiges im Gange. Milton Duff gab es dann auch eine Abfüllung, mal so eine Offensive von Ballantines, wo es mal eine, ich weiß aber nicht das Jahreszahl, eine spezielle Abfüllung gab. Aber ansonsten waren immer diese Distillery Label Series von Gordon MacPhail die einzigen Originalabfüllungen, die es da gab, wenn man es das so sagen kann. Ne? Ja. Ja, und wenn wir gerade bei den Jubiläen sind, dann eine schöne Überleitung zur Destillerie Edward Dower oder eigentlich zu Andrew Symington oder Symington. Weiß gar nicht so richtig, wie man es ausspricht. Aber ihr wisst, wen ich meine, den Andrew Symington Signatory Vintage, 1988 gegründet und ja, verwunderlich, es kommen jetzt im Januar, Februar die ganzen Abfüllungen zum 35-jährigen Bestehen. Kurioserweise, ich weiß ja nicht genau, wann das gegründet hat, das Unternehmen. Vielleicht hat das erst im November gegründet und sagt, okay, das 35-jährige Bestehen müssen wir erst danach feiern. Da kommen also sehr, sehr schöne Dekanter, also von dieser Cask Strength Serie heraus. Also ich weiß nicht, ob die Serie so heißt oder nennt sich es auch wieder. Andrew's Choice, also besondere Abfüllung, die er hat, sind preislich sehr ambitioniert, sind natürlich wunderschöne Abfüllungen dabei, alte Abfüllungen dabei, also gigantisch. Die werde ich euch nicht vorstellen, aber wie gesagt, den ersten 25-jährigen Edward Dower, 25 Jahre Batch One, 54,6%, den möchte ich euch heute vorstellen. Und ja, weil man dazu ein bisschen Zeit zum Genießen braucht, habe ich vielleicht jetzt die Informationen auch etwas kürzer gehalten. Ich hoffe, dass der Whisky mich bezaubert, überzeugt. Und ich habe mir überlegt, vielleicht wage ich einen kleinen Vergleich, weil von der Farbe her sieht er ähnlich aus. Und ihr kennt diesen Edward Dower 10 Jahre auch in, nee, der ist nicht in Fassstärke, aber den gibt es ja immer wieder. Und vielleicht vergleiche ich den mal. Ja, mal sehen. Ja, haben wir es überlegt. Weil es gab ja noch ein paar andere. Ich habe ja letztes Jahr schon mal diesen, den haben wir leider gestern leer gemacht. Gott sei Dank gibt es Nachschub. Ne? Also, ja, die Destillerie Edward Dower ist 1825 gegründet worden. Steht denn das eigentlich auch hier drauf? Ja. Established 1825. 1825 gegründet und hatte natürlich unterschiedliche Besitzerwechsel. Und wo habe ich das gelesen? In dieser wunderschönen Kiste vom Edward Dower, 25 Jahre. Ja, da ist hier drinne ein Blättchen, was aber eingeklemmt ist. Das kriege ich gar nicht raus. Vom Andrew Symington, und da möchte ich euch dann jetzt mal vorlesen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ist also, before its official founding in the year 1825, the distillery was running illicit stills in the Pocket Glen near Bell. Also in der Nähe von Pitlochry ist sie also quasi illegal betrieben worden. Natürlich einige Jahre vorher schon, wie es so üblich war bei den Schotten. Ne? Also diese illegalen Destillerien ist, ich glaube, eine Destillerie, die niemals illegal war, die hat gar nicht so eine vernünftige, die passt gar nicht so richtig in die Geschichte rein. Nee, stimmt natürlich nicht. Gibt ja auch welche, die erst 1960 oder was gegründet worden sind, sind ja schöner, ne? Aber viele, viele Destillerien waren
lange Zeit illegal. Also die haben dann also schon lange illegal betrieben. Und dann wurde es einfach mal nach dem Excise Act von 1823 dann in die Legalität überführt. Also hier The Wooden Washback, da wird noch ein bisschen was erzählt. Und sind also auch die Gebäude schon teilweise mehr als 200 Jahre alt. Das ist ja wirklich eine bilderbuchschöne Destillerie, die auch in manchen Filmen als Motiv mit gelten. Und ja, und in ihrer langen Historie, the distillery always been survived through learned process. Vom original erfolgreichen, achso, blended Scotch Whisky to the ownership by the, ja, also gut. Hier wird ein bisschen erzählt, also natürlich haben die Blended Whiskys hergestellt. Dann hatten die natürlich auch mal eine, das war mir neu, das habe ich ja eben gelesen, war auch mal Eigentümer die New York Mafia, also irgendwelche, aber wann das war, ist mir jetzt wirklich nicht bekannt. Die war dann auch mal irgendwann stillgelegt, aber wann weiß ich nicht. From Large Corporation Ownership, also die hat dann auch großen Firmen gehört. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, von wem Andrew Symington diese Destillerie gekauft hat. Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber es waren große Firmen. Und jetzt Welcome Return to Independent Scotch Hands. The Distillery is still producing handmade farm single malts. Naja. Farm Single Malls, okay, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Vielleicht will er jetzt auch noch irgendwie Wert legen auf die Landwirtschaft, die er dann hat. Aber jedenfalls auf alle Fälle in unabhängige schottische Hände, das ist natürlich klar. Andrew Symington, ein Schotte durch und durch, der von der Weinindustrie herkommt, oder die Familie Symington, die also Weinhändler waren, deswegen hat er also sehr gute Connection zu verschiedenen Weinfässern. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Tja, Edra Dauer ist schon eine Destillerie, die mir gefällt. Das könnt ihr bestimmt merken, weil ich die auch öfter mal probiere. Und die hat mich eigentlich von Anfang an, als ich 2006 oder war es sogar 2005, aber ich glaube, 2006 war ich das allererste Mal in Schottland. Und da habe ich diese Destillerie besucht, die mich eigentlich von Anfang an fasziniert hat, denn damals wurde schon in der Führung dann gesagt, dass es also die kleinste schottische Destillerie ist, und mich hat es damals schon gewundert, was die für so viele unterschiedliche Abfüllungen hatten. Die hatten also damals schon diese Holzkisten, ne, in den unterschiedlichen Farben, und das hat ja jedes Mal ein anderes Wood Finish dargestellt, also eine andere Weinreifung. Und da habe ich damals schon gedacht, also wenn die so wenig produzieren, aber diese Vielfalt, die haben die also wirklich, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier euch die Flasche schon mal gezeigt. Es kamen jetzt wieder so viele neue, besondere Weinfinishes raus, wie dieser Lagrein-Cask, also ein Wein, der in Südtirol hergestellt wird, habe ich natürlich schon probiert. Ne? Gestern mal ausgegangen. Schmeckt nicht jedem. Ne? Ist eine besondere Note, die mit drin ist. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich stelle euch den bestimmt irgendwann vor. Und ja, macht also wirklich schöne Geschichten. Begleitet mich mein ganzes Whisky-Leben schon durch, weil er eben so eine Vielfalt hat. Das ist ja das Kuriose. Andere Destillerien, die eben nur ein, zwei Flaschen haben, die haben wie letzte Woche, einfach möchte ich nochmal sagen, das Video, auch ein Whisky, der mir sehr gut gefallen hat, dieser kleine Leash, aber eben relativ wenige Abfüllungen verfügbar sind. Deswegen begleitet er mich noch nicht so lange, oder habe ich eine Zeit lang überhaupt nicht im Augenmerk gehabt. Unabhängig abgefüllt, auch schwierig. Und da jetzt die Frage an euch, habt ihr schon mal, außer jetzt, wenn wir jetzt von Signatory Vintage sprechen, was ja, das verstehe ich ja auch immer nicht, das ist ein unabhängig abgefüllter Edra Dauer von Signatory Vintage, was ja eigentlich derselbe Eigentümer ist. immer etwas komisch. Aber habt ihr schon mal einen Edra Dauer von einem anderen unabhängigen Abfüller gesehen? Ehrlich gesagt, mir ist keiner bekannt.
Ich weiß nicht, ob der Andrew vielleicht mal an irgendjemanden mal ein paar Fässer verkauft hat oder ob er die alle selber behält, weil er ja immer relativ wenig produziert hat. In meiner Anfangszeit wurde mal erzählt, dass er nur 90.000 Liter produziert. Aktuell gibt es ja seit 2018 auf der zweiten Seite, also wenn man jetzt so die Distillerie hochgeht, rechts. Man spricht ja eigentlich immer, wenn der Fluss fließt, rechts vom Fluss, Fließrichtung oder links vom Fluss. Also die Destillerie war ja immer in Fließrichtung links vom Fluss. Na, von dem, ich weiß gar nicht, wie der Fluss heißt. Da, vielleicht heißt er Edward Dower, denn die Destillerie, also übersetzt heißt es ja Fluss vom König Edward Dower. Edward vielleicht. Ja, Edward. Was wollte ich jetzt sagen? Also da bestand ja schon die eine alte Destillerie, die ja eigentlich, und da wurde ja jahrelang unter museumsreifem Zuständen Whisky produziert. Und dann hat man das ja gespielt. Man hat ja also auf der anderen Seite eine neue Destillerie gebaut, aber die Brennblasen genauso historisch nachgebaut. Das ist also man möchte ja natürlich vom Geschmack her ähnlich bleiben. Man möchte ja nicht eine ganz andere Destillerie hinbauen. Man hat also die Brennblasen eins zu eins nachgebaut. Man kühlt genauso mit diesem flachen, offenen Durchlaufkühler. Und deswegen vermutlich ähnlichen Spirit zu produzieren. Und ja, aktuell wird angegeben, dass man so circa 260.000 Liter im Jahr produziert. Jo. Aber es ist noch relativ klein, also Jordans Little Gem, also wird ja immer noch so beschrieben. Früher stand immer noch drauf Scotland's Smallest Distillery. Da gibt es jetzt mittlerweile so viele neue Destillerien, die eben noch ganz wenig produzieren. Ja, der Titel ist abhanden gekommen, was jetzt nicht schlimm ist, wenn man sich schon einen Namen gemacht hat, meiner Meinung nach. Ne? Ja, 2002 wurde diese Destillerie von Andrew übernommen. Aber der Whisky, den ich hier heute im Glas habe, müsst ihr mal zurückrechnen, der wurde ja schon unter anderen Vorgaben oder Umständen produziert. Das heißt, noch im Besitz einer anderen Firma. Dann abgefüllt. Ich weiß nicht genau, ich habe den André Habrecht heute nicht erreicht, ob der denn jetzt nur 25 Jahre komplett in diesen Oloroso Sherry-Fässern war oder ob das vielleicht anfänglich in irgendwelchen anderen Fässern war oder Second Fill, was auch immer. Vielleicht erst die letzten 10 Jahre, 15 Jahre in First Fill Oloroso Fässern war. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Es steht jedenfalls in der Beschreibung drin. Also ewig lang in diesen Oloroso Sherry-Fässern gereift. Ja, ob es jetzt genau die 25 Jahre sind, wissen wir nicht. Mir persönlich, ich habe so ein bisschen Angst davor, weil wenn das jetzt First Fill Oloroso Fässer sind und gute Fässer sind und 25 Jahre, da könnte es mir fast zu viel Oloroso sein, also viel zu viel Sherry, sodass ich sage, oh, das ist was für die Sherry-Bombenliebhaber, aber nicht für mich, der ich eher so diese ausbalancierten Whiskys mag. Ja, da bin ich auch gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Was gibt es noch zu sagen zur Destillerie? Die ist natürlich in Hand von Andrew, ist ja Aber auch zu großen Teilen in deutscher Hand, wenn man mal, also im übertragenen Sinne. Ne? Denn die Frau von Andrew Symington, die Annette, die hat er ja kennengelernt, als sie damals in der Schweiz gearbeitet hat, also im Hotel Waldhaus am See. Und das ist ja auch der eine oder andere kennt spezielle Abfüllungen vom Hotel Waldhaus am See. Die haben also, der hat also eine große Dankbarkeit dem Hotelbetreiber gegenüber dann geäußert und hat gesagt, du kannst also, ich weiß nicht wie oft, aber jedenfalls, du kannst jederzeit zu mir ins Lagerhaus gehen und kannst dir ein Fass aussuchen. Und der kriegt also besondere Etiketten. Ich sehe das manchmal bei meinem Freund Angelo, der also sehr aktiv ist auf Instagram und auf Facebook.
wenn er wieder Flaschen von Waldhaus am See hat. Freue ich mich immer, das sind sehr, sehr schöne Sachen, aber natürlich auch teure Sachen dabei. Ne? Ja, in der Schweiz spielt ja Geld sowieso keine Rolle. deswegen grüße ich alle Schweizer, die hier zuschauen. Ne? Genau, das ist so. Gibt ja noch ein paar andere, die ich kenne, ja, die haben auch immer tolle Flaschen, also von YouTube. ja, also in der Schweiz, ja, hat man mehr Geld wahrscheinlich als in Deutschland. Ey, abschweifen. Fakt ist, er hat dort seine Liebe des Lebens da kennengelernt. Und es gibt ja jetzt den André Habrecht, der bei Signature Vintage arbeitet und selber schon gesagt hat, ihr könnt ja schauen beim Whiskey Tales, er sagt ja, das ist schwimmend, also ob der jetzt für Edra Dauer arbeitet oder Signature Vintage, ist also fast das Gleiche. Dann war die letzte Information, die ich mal hatte, der Brennmeister, also der Stillman, der hieß damals Matthias Bose, der stammt ja auch aus der Nähe von Naumburg, ne? Also auch in Deutschland. Und dann, wenn ihr mal dort wart, was und eine Führung mitgemacht habt, da waren auch immer viele deutsche Guides angestellt. Ich hoffe natürlich, dass die Destillerie auch wieder mal öffnet für Besucher, denn die hat früher immer viel Werbung gemacht, dass also im Jahr so über 100.000 Besucher in der Destillerie waren. Und als ich 2006 das erste Mal dort war, hat man also quasi uns erzählt, wir haben also viel weniger Angestellte, die für den Whisky arbeiten. Damals hat er, glaube ich, gesagt, 3 Angestellte. Und für die Touristen, ich weiß nicht, welche Zahl, 12, also ich glaube, es war das Vierfache, was er damals gesagt hat. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, aber jedenfalls waren sie immer stolz auf die großen, auf viele Besucher. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass die Destillerie seit einigen Jahren jetzt verschlossen ist für Besucher. Ich hoffe, dass sich das wieder ändert, denn es hat immer viel Spaß gemacht, die Destillerie zu besuchen. Andrew war auch oft anzutreffen. Ich habe da also schon Fotos mit ihm gemeinsam gemacht. Und ja, gerade für uns, wenn wir die Destillerie besuchen, du hast da also oftmals einen Guide, der eben auch Deutsch spricht. Ne? Du musst also dich manchmal nicht so verbiegen, wie in manchen Destillerien und dann speziellen Slang, den man natürlich auch, oder spezielle gebietsspezifischen Aussprachen vom Schottischen, die du sowieso schwer verstehst. Ja, das ist schön, wenn du dann mal eine deutsche Führung hast. Ne? Ja. Deswegen Grüße hier nach Pittlochry und verbunden mit der Hoffnung, dass die Destillerie wieder für den Besucherstrom geöffnet wird. Ich hoffe, es hat also wirklich sehr, sehr auch Spaß gemacht, in der Bar zu sitzen, Whiskys zu probieren. Ja, jetzt habe ich lange genug erzählt über die Destillerie. Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Wir probieren jetzt einfach mal den 25-Jährigen. Batch Number One. Das heißt also, es könnte sein, dass es also vielleicht öfter jetzt mal einen davon gibt. Batch 2. Das hoffe ich ja übrigens auch bei den anderen Abfüllungen. Und das Schöne ist, man muss natürlich aufpassen, Edra Dauer bringt jetzt, oder Signature bringt jetzt aktuell so viele Abfüllungen auf den Markt. Also die neuen 100 Proof sind ja auch schon angekündigt. Deswegen nochmal hier ein kleiner Hinweis. In den nächsten Wochen sicherlich kommen die neuen 100 Proofs. Das sind bestimmt schöne Abfüllungen dabei. Ich habe was gelesen von einem Stoischer Bonnehaven, von einem Unpeated Ben Nevis, von, ach, die anderen fallen mir nicht ein. Was war es denn noch? Keine Ahnung. Na, aber es kommt sehr viel. Und auf der einen Seite ist es dann so, man muss aufpassen, dass es nicht so passiert wie bei Glenehrliche, wo man eine Zeit lang dann genervt war, wo es also fast jeden Monat neue Abfüllungen gab, wo man dann sagt, oh, schon wieder Glenehrliche und man kann das gar nicht alles kaufen. Dann ist eben diese, für uns Genießer, dann ist dieses Besondere eben weg. Wenn du sagst, der Markt wird überschwemmt, ob es so ist, weiß man ja immer nicht. Es geht ja immer um die Anzahl der Flaschen, aber es ist ja so, dass du manchmal einfach denkst, es gibt ja nur noch Glenehrliche. Das ist jetzt mal ein bisschen zurückgegangen, vor ein paar Jahren, ihr könnt euch erinnern vielleicht, die schon länger dabei sind,
Highland Park hat es ja leider Gottes auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Erstmal mit den ganzen Abfüllungen, mit diesen ganzen wunderschönen, das sind ja schöne Abfüllungen vielleicht gewesen oder schöne Verpackungen, ne? Ganz klar. Aber irgendwann war man genervt und hat gesagt, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Muss man hier ein bisschen aufpassen. Und naja, was wollte ich sagen? Ist weg. Ja, also für mich als Händler ist es schön, wenn es jetzt viele Abfüllungen gibt von Edward Dauer und die natürlich nicht gleich alle Welt kaufen kann, weil es ganz klar, weil wer sagt denn, okay, es gibt die nächsten 10 Abfüllungen von Edward Dauer, ich kaufe mir alle, dann kommt Bärlerchen wieder da und Woodfinish, wunderschöne Woodfinish sicherlich. Für mich als Händler ist es schön, weil ich die immer wieder mal nachbestellen kann. Ne? Das ist nicht alles gleich ausverkauft. Es gab ja Zeiten, wenn du nicht als Händler gleich 2 oder 5 Kisten gekauft hast, dann hast du die Flaschen nie wieder gekriegt. Du weißt halt vorher nicht, was begehrt ist und was nicht. Ne? Ist schön, wenn sich's normalisiert. Und für uns Whisky-Genießer ist es natürlich auch schön, wenn sich's normalisiert. Dann sind die Preise auch einigermaßen angenehm. Gut, wenn wir jetzt gerade von den Preisen sprechen, der reiht sich natürlich ein mit seinen, ich sage jetzt mal, UVP ist glaube ich 479. Der reiht sich natürlich ein, so wie aktuell viele 25-jährige kosten. Deswegen kann man da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich vergleiche ihn aber gedanklich. Natürlich mit dem 25-jährigen Bunnahaffen, 25-jährigen Highland Park und 25-jährigen Benriach, die ich früher mal probiert habe. Habe ich jetzt alle nicht in der Nähe, deswegen kann ich es nicht direkt vergleichen. Aber in der Nase haben wir natürlich, wie zu erwarten war, eine gigantische Sherry-Note. Satt, saftig, Pflaume. Datteln. Ich will fast sagen, Datteln im Speckmantel, aber vielleicht übertrieben, aber also eine wunderschöne Kompottnote, Pflaumen, Marmelade, Pflaumenkonfitüre. Wer es vielleicht kennt, Mühlhäuser Pflaumenmus ist irgendwie bei uns so ein Begriff. Total satt, saftig, kräftig, intensiv. Es fällt mir gerade ein, ich habe ja relativ viel im Glas. Also ich habe dort so circa 3 cl drin. Dass ich vielleicht mir noch ein Glas schnell hole. Und da schon mal Wasser reinmacht. Denn wir haben ja hier eine Abfüllung mit 54,6%. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch Gläser drin haben. Na, das ist kein schönes, ist zwar. Na gut. Da mache ich mal da noch einen kleinen Schluck rein. Und mache da schon mal ein bisschen Wasser rein. Denn Fassstärke ist zwar, viele mögen zwar die Fassstärke, aber vom Aroma wollen wir noch mal schauen. Oh, mit Wasser, ja. Selbst auf den ersten Geruch hast du also weiterhin natürlich die Pflaume da. Aber ich bilde mir ein, na gut, ich habe es vorhin schon mal probiert mit Wasser, deswegen. Ich bilde mir ein, dass ich hier eine ganz leichte Vanillenote habe. Deswegen könnte es sein, dass der nicht 25 Jahre komplett in den First Fill Sherry Fässern war, sondern vielleicht auch mal, wenn es nur die ersten 4, 5 Jahre waren, vielleicht sogar ein Bourbon Fass gesehen hat oder ein Second oder Third Fill Sherry Fass. Hier kommt so ein bisschen herbale Note noch mit rein beim mit Wasser, wobei es natürlich hier ohne Wasser
Ah, da hast du nur die satte Frucht, da hast du also ganz reife Pflaumen, diese großen, saftigen Pflaumen, vom Namen her mir jetzt nicht bekannt, aber es sind ja alles Pflaumen. Also nicht Zwetschgen in dem Sinne, sondern Pflaumen. Ah, das ist absolut. Erinnert einen auch ein bisschen an so ein, fast wie Sirup so ähnlich oder so ein Fruchtsaft. Mächtig. Ganz leichte Zimtnote jetzt noch. Vielleicht auch ein kleines bisschen. Wie wenn du in so einen Beutel Nüsse mit reinriechst. Ne? Studentenfutter, so ein bisschen Rosinen so mit drin. Herrlich. Oh, der macht lange Spaß zu riechen. Gestern hatten wir einen schönen Whiskyabend, da haben wir sogar noch einen schönen 16-jährigen Ben Riach. Das war aber PX. Der war auch mächtig. Und wenn ich jetzt hier dran denke und den hier rieche, also der hat auch was von intensiven Bratenaroma. Also so, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Sauerbraten, süß-sauer. Der wurde bei uns immer mit Sirup gemacht und da hast du auch so gewisse Aromen mit drin. Ah, so gewisse leichte Fleischaromen oder Bratenaromen einfach. Bratensoße, vielleicht kennt ihr ganz intensive Rinderbratensoße zum Beispiel. Ja, das würde ich sagen. Das ist. Das passt. Wow. Ich meine, klar, du musst natürlich an dem ewig lang riechen und. Ob ich das jetzt da hier machen soll bis zum Schluss. Ja, du merkst gleich mit Wasser, dass er da wirklich ein bisschen aufmacht, ein bisschen mehr Frucht bietet. Da ist er nicht ganz so intensiv von der Note her, die ich jetzt eben erwähnt habe. Er hat aber hier so leichte grüne Blätter, also Frühling. Wenn du da irgendwelche Sträucher abmachst, also oder Blätter abmachst, so frische grüne Blätter, die rausgekommen sind und du bist gerade vielleicht beim Hecke schneiden oder sowas, ne? Na gut, im Frühling schneidet man keine Hecke, ne? Aber vielleicht brichst du zufällig mal irgendwelche Äste ab. Ja, hier hat er, also mit Wasser hat er wirklich noch ein bisschen mehr zu bieten als diese typische Sherryfrucht. Das muss man ja sagen. Vielleicht grüne Nüsse. Grüne? Ja, grüne Haselnüsse, sowas. Wenn du die manchmal aufmachst, die sind dann innen drin noch ein bisschen milchig. Ja, hier geht es eher so ein bisschen in diese nussige Variante noch mit rein. Und hier haben wir ja also die typischen Sherry. Also für alle Sherry-Liebhaber ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Whisky. Übrigens, wer den probieren möchte, möchte ich ein bisschen spoilern. Besucht mich gerne auf der Tarona nächste Woche, also an erstes Märzwochenende in Erfurt. Da habe ich diesen Whisky dabei. Da wird also ein Dram aufgrund des Preises natürlich nicht ganz 20 € kosten, aber so irgendwie 18, 19 €, 17 € wird er schon liegen. Aber das ist eine Erfahrung. Ja, weil es ist ganz klar, die Flasche an sich mit 450, also wenn du es jetzt mal vergleichst mit dem 25-jährigen, zum Beispiel Glen Scotia, der ja aktuell irgendwie bei 700 oder sogar noch höher liegt, der zwar filigran und fein ist und sowas, ne? Aber da muss ich sagen, das ist bei weitem viel zu viel, was sie da verlangen. Gut, wenn sie es verkauft bekommen, machen sie wahrscheinlich alles richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier noch weiter verfügbar ist oder ob das jetzt eine Rarität ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen es davon gibt. Das steht auch, glaube ich, nicht hier drauf.
Nö. Hinten auch nicht, ne? Ne, viel Information ist jetzt nicht da, aber ist ja nicht so schlimm. Es geht ja ums Genießen. Man muss ja nicht immer mit Fakten alles totreden. Aber jetzt wollen wir ja trotzdem mal genießen. Oh, 25 Sekunden im Mund heißt es ja immer, ne? Ob ich das schaffe. Vorsicht beim Luft holen. Ui, heute der Baba. Eieiei. Aber, also im Mund kommt erst eine Süße. Dann wird er zwischenzeitlich mal so ein bisschen adstringierend. Der zieht ja also den Speichel aus dem Backen raus. Also erst ein bisschen trocken. Da waren zwischenzeitlich die Zähne sogar ein bisschen stumpf. Und dann auf einmal entfaltet er eine Power. Und da kommst du aber also richtig Richtung Zartbitterschokolade, richtig geile. Aber du hast eher noch, also du hast die Pflaume mit drin, was also sehr, sehr intensiv. Und dann ist er so kräftig, dass habe ich kurz durch die Nase eingeatmet, das war schon viel. Also wenn du dann durch den Mund einatmest, dann merkst du kurzzeitig mal so eine richtig kräftige Note. Puh, ist schon heftig. Ja. Aber sind wir ehrlich, du möchtest dafür ja auch was haben, was vom was viele Aromen bietet, was. Und das erfüllt er. Also, ja, und jetzt mit Wasser müssen wir noch probieren. Also, wenn du jetzt so retronasal von unten eben diese, von innen in die Nase, diese Sherry-Aromen bekommst, dann hast du jetzt auch so ein bisschen sogar diese leichte Muffigkeit mit drin. Also, was du eigentlich bei alten Whiskys gerne, also ich gerne habe jedenfalls. Und da kommt der mit Wasser jetzt auf einmal ein bisschen schwach in der Nase, weil ich habe von innen noch so viel Aroma. Vielleicht muss ich auch ein bisschen warten jetzt, bis ich den jetzt verkoste, ne? Oder ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser dazwischen. Ja, dass wieder mal ein bisschen was klar gespült worden ist, also weggespült worden ist, und jetzt noch mal den mit Wasser. Ja, jetzt ist auch von innen etwas weniger die Nase belastet. Jetzt habe ich auch wieder diese leichten grünen, diese herbalen Noten mit drin. Jetzt ist er geschmeidig. Mit Wasser. Leute, macht Wasser ran. Klar, viele sagen, ich will die Sherry-Bombe. Das ist absolut Sherry. Macht ein bisschen Wasser ran. Auch ist der geschmeidig. Ist der angenehm. Ist der wunderbar. Du merkst jetzt, wenn du Wasser dran hast, dass der alt ist. Du merkst dieses. Man sagt ja oftmals dieses Old Bottle Flavor, dieses Muffige oder sowas. Und das hast du jetzt im Geschmack. Ja, ich meine, was will ich sagen? Ich mag ja Edward Auer generell. Ja, das gebe ich ja zu. Und hatte ein bisschen Befürchtungen wegen dieser ganzen Sherry-Geschichte. Weil es ist natürlich klar. Es ist der Mode der Zeit etwas geschuldet, dass du da sagst, ich nehme lieber einen Sherry-gereiften. Ne? Der hat bestimmt auch andere Fässer noch, wo er 25-Jährigen machen könnte.
Aber die Sherry-gereiften verkaufen sich halt deutlich besser, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und er hat ja aber so geile Dinger. Ich habe ja also letztes Jahr Car Strengths Batch 1 oder Batch 2 habe ich, glaube ich, vorgestellt. Da war 12 Jahre hervorragender Whisky. Habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt, ne? Oh, wunderbar. Jetzt mache ich aber trotzdem mal noch eins. Ich weiß nicht, wie ich von der Zeit her liege. Wer jetzt fertig ist, okay, kann ich verstehen. Aber es gibt ja diesen Edward Dauer, 10 Jahre, der auch von der Farbe her dem es gleich tut, aber natürlich 46% hat. Deswegen. Aber ich will jetzt mal den ein bisschen mit dem vergleichen. Also stell dir vor, der wäre genauso gut. Mal gucken. Nee. Ist wirklich ein Unterschied. No, das ist hier. Da hat wirklich viel mehr Frucht. Selbst der mit Wasser. Also müssen wir den mit Wasser, weil der 46% hat und der mit Wasser. Viel intensiver als der hier. Ah, der hat zwar Sherry. Aber wisst ihr was? Wunderschöner Whisky von der Sache her für Sherry-Liebhaber, super interessant. Aber im direkten Vergleich, also ich will dem jetzt nicht Unrecht tun, aber im direkten Vergleich ist hier die Pflaumenmarmelade etwas angebrannt. Probier mal schnell. Schöne Sherry-Note, definitiv. Ja, oh gut. Aber natürlich nicht ganz so intensiv wie der hier. Ja, es ist schon. Ich meine natürlich, ob jetzt von, ich sag mal, 69 € kosten die ja mittlerweile wahrscheinlich, ne? Ja. 69 zu 479. Es ist natürlich Wahnsinn, wie viele Flaschen du dir davon kaufen kannst dafür. Aber es ist schon ein Unterschied da. Also ich tue das mal jetzt wieder weg. Also es ist. Will dem ja nicht Unrecht tun, aber so. Mich hat es einfach mal auch interessiert. Oh, Wahnsinn. Deutlich intensiver als meine Erinnerung an Highland Park 25. Also der würde definitiv verlieren. Natürlich musst du Sherry mögen, ne? Also. Aber ich habe hier so ein bisschen Orange, Vanille mit drin. Orange, gerade in dem Moment, wo ich sah, habe ich vielleicht Orange auch sogar mit drin. Oder so ganz leichte Grapefruit. Ja, diese rote Grapefruit. Rote Grapefruit. Das ist ein guter Stichpunkt. Ja, eine ganz leichte, ja, aber nicht so bitter. Nee, ganz so bitter ist es nicht. Ja, von der Nase her auf alle Fälle. Im Geschmack. Also der mit Wasser, der gefällt mir deutlich besser. Und zwar ist das jetzt mit Wasser, diese Geschichte. Da hast du so eine Schokolade, die aber. Was will ich mal sagen? 70% Kakaoanteil hat. Das sind keine 85%, das sind 70%. Gefällt mir hervorragend. Trink den mit Wasser. Super geschmeidig am Gaumen. Intensiv genug. Du hast ganz lange was.
Gefällt mir deutlich, deutlich besser. Natürlich ist es schön für alle, die Fassstärken mögen. Und der Träger, du merkst hier komplett, dass Träger des Geschmacks der Alkohol ist. Ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Aber in der Fassstärke könnte es auch ein jüngerer Whisky sein. Also du, von der Intensität des Oloroso könnte es eben auch dieser, ich weiß nicht, der 10-Jährige, 15-Jährige, 12-Jährige oder was sein. Aber mit Wasser habe ich hier dieses Alte mit drin. Und deswegen empfehle ich euch, macht einen Tropfen Wasser rein. Das ist hervorragend. Also wenn ich werde den noch trinken, natürlich, ganz klar. Und puh, ja, sagt mal was. Mögt ihr etwa Dauer? Was will ich denn sagen? Ob jemand sich die Flasche leistet, das ist ganz klar. Das werden nicht allzu viele kaufen, aber es gibt ja auch Leute, wie ich vorher gesagt habe, die kaufen den Glenlivet für 40.000. Dann bist du hier natürlich mit 479 günstiger dran, um einiges günstiger. Aber natürlich, ja, es ist, man muss schon Fan sein. Deswegen ist es schön, wenn man Whisky-Messen besucht oder einen Whisky-Club hat, wo man sagt, wir trinken da jetzt zu 20 an dieser Flasche. Jeder kann so und so viel CL und jeder legt was auf den Tisch, jeder beteiligt sich an der Flasche. Das ist sinnvollst. Weil sowas macht ja keinen Sinn, sowas in den Regalen verstauben zu lassen über Jahre hinweg, sondern das ist wirklich zum Genießen da und das macht auch Spaß in der richtigen Runde mit den richtigen Leuten. Ja, und in dem Sinne möchte ich mich verabschieden, bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt, wenn ihr sagt, Mensch, dem André kannst du zuhören oder kannst mal mit dem André gemeinsam Whisky trinken, virtuell. Ich wünsche euch beste Gesundheit und immer einen guten Tropfen im Glas und vielleicht sehen wir uns auf irgendeiner Messe, einer Veranstaltung. Bis dahin, macht's gut, euer André.